Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Das Barockschloss Delitzsch gehört zu den ältesten Schlössern in Sachsen. Damals verbrachte hier in diesen geschmackvollen Räumen die Herzoginwitwe Christiana von Sachsen-Merseburg ihren Lebensabend. Und diesen geschichtlichen Hintergrund, wie auch das barocke Damenschloss, möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Im 9. und 10. Jahrhundert errichteten slawische Sorben eine hölzerne Burg auf der Fläche des heutigen Schlossgartens. In der frühen Phase unter König Heinrich I. geriet das Gebiet zwischen Saale und Elbe unter die Herrschaften, die anstelle der hölzernen Slawenburg einen steinernen Burgwart auf der benachbarten Anhöhe errichteten. Im Schutz der erweiterten Burg wurde 1140 im nördlichen Vorburgbereich eine frühstädtische Slawensiedlung von Handwerkern und Kaufleuten angelegt. Nach dem Tod Friedrichs III. Im Jahr 1381 vollzog Wilhelm I. mit seinem Bruder Balthasar von Wettin die sogenannte Chemnitzer Teilung, bei der er die Markgrafschaft Meißen als Erbteil erhielt. Daraufhin ließ er den steinernen Burgwart von 1387 bis 1391 zu einer wehrhaften Wasserburg im Stil der Gotik umbauen, von deren Existenz noch der Schlossturm und zwei Tiefkeller erzählen. Die Burg befand sich auf einem Berg und war von einem Graben umgeben, der mit dem Wassergraben der Stadt verbunden und nur durch eine Brücke überquerbar war. Markgraf Wilhelm I. nutzte die Burganlage als eine seiner beliebtesten landesherrlichen Reiseresidenzen. In dieser Funktion diente es bis in das 16. Jahrhundert der sächsischen Landesherrschaft und zur Unterbringung der Ämterverwaltung. Unter dem albertinischen Herzog Moritz von Sachsen wurde die Burg ab 1540 im Stil der Renaissance für die Kurfürsten von Sachsen umgebaut. Mit Johann Georg I. hielt sich dort am 2. November 1616 vorläufig zum letzten Mal ein Kurfürst im Schloss auf. Während des Dreißigjährigen Krieges verwahrloste das Gebäude teilweise. Nach der sächsischen Landesteilung im Jahr 1657 fiel Delitzsch an das Fürstentum Sachsen-Merseburg. Christian I. erkor das Delitzscher Barockschloss zur Reiseresidenz und zum Witwensitz. So entstand das Barockschloss nach französischem Vorbild. Christiana von Sachsen-Merseburg kam als vierte Tochter und damit als neuntes von 15 Kindern des Herzogs Philipp von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg aus seiner Ehe mit Sophie Hedwig von Sachsen-Lauenburg in Kopenhagen zur Welt. Sie war eine Urenkelin des dänischen Königs. Ausbildung und Erziehung erhielt sie bei ihrer Tante Magdalena Sibylla, der verwitweten und kinderlosen Kronprinzessin von Dänemark. Magdalena Sibylla trat auch als Ehevermittlerin auf. Als Tochter des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen knüpfte sie von Dänemark aus Kontakte an den sächsischen Fürstenhof.
das Vorgemach oder der verschlossene Raum vor den von einer Herrschaft bewohnten Zimmern ist insgemein der Aufenthalt der Bediensteten, damit sie nicht nur hurtig bei der Hand sein, sondern auch verhindern mögen, dass niemand unangemeldet zur Herrschaft hineingehe. Der Raum diente als Entree für das fürstliche Audienzzimmer, in dem die Herzoginwitwe ihren Besuch empfing. In einer prächtigen Doppelhochzeit feierte man 1650 die Vermählung der sächsischen Prinzen Christian und Moritz mit den Schwestern Christiana und Sophia Hedwig. Anlässlich der zwei Hochzeiten gab es in Dresden 4 Wochen lang zahlreiche Hofballette, Turniere, Festzüge, Theateraufführungen und Feuerwerksspektakel. Nach der Hochzeit bezogen Christian und Christiana ihre Residenz, das Schloss Merseburg, neben dem ein prächtiger Barockgarten angelegt wurde. In diesem Salon wurde adliger Besuch empfangen, mit dem man in behaglich eleganter Atmosphäre über allerlei Neuigkeiten plauderte. In der Ecke stand ein wärmender Kamin, der noch heute mit seinem repräsentativen Schauaufsatz beeindruckt. Damals wohnte hier die verwitwete Herzogin Christiane von Sachsen-Merseburg, die das gesamte Apartment im Stil des sächsischen Hochbarock gestalten ließ. Die Wände waren damals mit kräftigen Farben getüncht. Das Tafelgemach ist mit seiner Ausstattung ein außerordentliches Beispiel für barocke Dekorations- und Tafelfreuden in einem Damenschloss. Obwohl die Herzoginwitwe hier nur im kleinen Rahmen gespeist hat, gestaltete man diesen nicht minder prachtvoll und festlich. Die Tafel selbst deckten Bedienstete nach genauen Vorgaben des französischen Tafelzeremoniells ein, wobei auch wirkungsvolle Elemente wie Früchte und später auch auf Blumenschmuck Wert gelegt wurde. Ein prächtiger barocker Spiegel zieht im Ankleidezimmer die Blicke auf sich. Vermutlich hat sich in dem Raum im 18. Jahrhundert auch eine Sitzbadewanne befunden, die von dienstbaren Händen mit vielen Eimern Wasser befüllt wurde. Daneben befindet sich eine Kommode, in deren Schublade man einen kostbaren barocken Faltfächer bestaunen kann. Ein Fächer war nicht nur ein wichtiges Accessoire, sondern auch ein Mittel, mit dem man die natürliche Körpersprache anmutig und galant betonte. In einer stuckierten, ausgeformten Ecke des Raumes steht ein eiserner Ofen mit Keramikaufsatz. Für das langwierige Anlegen der vielschichtigen Kleidungen mit ihren Schnüren und Bändern, Unterröcken und Spitzenhemden sowie die alltäglichen hygienischen Verrichtungen musste das Ankleidezimmer eine konstant hohe Temperatur aufweisen. Raumbestimmend im fürstlichen Schlafzimmer ist das barocke Pfostenbett. Das Möbelstück aus dem Jahr 1700 weist einen Baldachin und charakteristisch gedrehte Säulen auf. Seitenschals und Querbehänger aus rotem Samt schmückten nicht nur, sondern ließen auch eine wohlige Wärmezone entstehen.
Nach Christians Tod, er hatte zuvor bereits den Ausbau von Schloss Delitzsch als künftiges Wittum beauftragt, nahm Christiana ab 1692 ihren Witwensitz auf dem Delitzscher Schloss. Noch während der ersten Jahre ihres Aufenthalts dauerten die Arbeiten an der aufwendigen Innenausstattung der Belletage an. In direkter Nähe zum Schlafgemach waren Betstübchen und Bibliothek für die Herzoginwitwe ganz und gar intime Orte zum Praktizieren ihres Glaubens und zum Bibelstudium. Im äußersten Winkel des fürstlichen Apartments gelegen, waren sie selbst den Bediensteten nur selten zugänglich. Für Gottesdienste der Schlossbewohner befand sich im Schlossturm eine Kapelle mit einem prächtigen barocken Altar. Christiana von Sachsen-Merseburg trauerte sehr um Christian und bemühte sich trotzdem um regen Austausch mit Verwandten und Bekannten, die dem Schloss häufig Besuche abstatteten. Ein gut 30 Personen umfassender Hofstaat sicherte dabei das Alltagsleben und den Ablauf der Festgesellschaften. Auf Schloss Delitzsch verstarb Christiana am 20. Mai 1701. Die Schlossküche stammt aus der Zeit um 1730. Die historischen Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände sowie die große Herdstelle vermitteln das Bild eines längst vergangenen Alltags im Schloss Delitzsch. Natürlich befand sich seit dem Bau der mittelalterlichen Vorgängerburg hier ständig eine Küche, jedoch wechselte ihre Position innerhalb des Gebäudes. In der Zeit des Barock war durch die Lage im Parterre die zweckmäßige Nähe zu den herrschaftlichen Räumen im Obergeschoss, besonders zur darüberliegenden Tafelstube, zum Brunnen im Schlosshof oder zum Nutz- und Kräutergarten. Der Leibkoch bereitete und dekorierte die Speisen für die Adligen, die das Schloss Delitzsch bewohnten und deren Gäste, während der Beikoch das Personal insgesamt über 20 an der Zahl versorgte. Diese beiden sogenannten Küchenbedienten arbeiteten eng mit dem Hofeinkäufer, dem Kellerschreiber und dem Ausspeier zusammen. Durch ihre Gemeinschaftsarbeit konnten selbst Tischgesellschaften von bis zu 20 Personen angemessen versorgt und bedient werden. Über einen kurzen Weg brachten Diener die in der Küche auf dem Anrichtetisch vorbereiteten Speisen in die fürstliche Tafelstube im Obergeschoss. Gebraten, gekocht und gebacken wurde in der Hofküche. Viele Nebentätigkeiten wie das Putzen von Gemüse, das Rupfen von Federvieh, Würzen von Wein oder das Brechen von Rohsalz und Zucker gehörten ebenso dazu. Einige der bereits vor 250 Jahren verwendeten Utensilien finden sich noch in der heutigen Küche. Fisch und Fleisch wurde auf dem Herd gegart. Sie bildeten an der herrschaftlichen Tafel meist den Hauptbestandteil der Mahlzeiten, ergänzt durch Gemüse der Saison. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen spannenden Einblick in das Leben der Christiana von Sachsen-Merseburg erhalten, habt die wunderschönen Räume im Barockschloss besucht. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!